Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Caesar 4. Wir haben beim letzten Mal die Königreichskampagne abgeschlossen, was ja quasi das Tutorial war. Und jetzt wollen wir uns an die richtige Republikkampagne wagen. Ihr solltet jetzt auch endlich meinen Mauszeiger sehen. Das Ganze, dieses Spiel stellt sich als sehr, sehr widerspenstig raus. Also das hat mir einige Probleme gemacht, nicht nur, dass ein paar Videos natürlich zwischendurch geteilt wurden, weil immer so ein Zwischenscreen kam. Auch der Mauszeiger konnte nicht vernünftig aufgenommen werden. Alles nicht so schön, aber ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert. Ich nehme es jetzt ein bisschen anders auf. Ich hoffe, dass die Qualitätseinbußen nicht zu stark sind. Eigentlich sollten sie das nicht sein. Eigentlich sollte alles relativ genauso aussehen wie vorher auch und immerhin funktionieren. Aber genug hier mit langweiligen Technikgeschwafel. Wir starten jetzt hier mal direkt mit der Republik als Nergorix-Statthalter. Und wir können uns jetzt hier auswählen. Die Tage der römischen Könige sind vorbei, aber Roms Größe besteht weiter. Denn die Republik weitet ihren Einfluss auf ferne Länder aus. Ihre Karriere beginnt damit, dass Rom erste Ansprüche auf die Region außerhalb Italiens erhebt. Und da können wir wählen zwischen Syracuse, Sizilia braucht, oder Sicilia, wir müssen ja jetzt hier lateinisch bleiben, braucht einen neuen Statthalter, der sich um die wachsende Wirtschaft kümmert, oder Mediolanum. Es wird ein Statthalter benötigt, der den Handel in Mediolanum sichert und dort die ansässigen Gallier befriedet. Das heißt also, da würden wir wohl wahrscheinlich ein bisschen mehr Krieg führen müssen. Ich werde in dieser Kampagne auf jeden Fall auch Krieg führen, aber wir starten, glaube ich, mal hier mit einer ruhigeren Runde in Syracuse und starten die gewählte Roms Aufgabe. Roms erfahrene Legionen und die wachsende Seestreitmacht haben uns den Sieg über Karthago beschert, den schwächlichen Widersacher im Süden. Nach diesem Triumph fallen die Inseln zwischen Italien und Afrika unter römische Herrschaft. Wichtiger jedoch ist, dass die fruchtbare Insel und Provinz Sizilia der Republik angegliedert wird. Statthalter, Sie sollen eine blühende Stadt nebst Hafen bei Syracuse auf Sizilia errichten. Es wird eine kleine, aber recht wohlhabende Stadt von Ihnen erwartet. Sizilia ist reich an Ackerland und Roms Plebejer verlangen mehr und mehr Nahrung von dieser bescheidenen Regierung. Nutzen Sie das fruchtbare Land und erfüllen Sie Roms Nachfrage nach Getreide. Okay, wir können also hier eine Stadt errichten. Wir benötigen 15 Kultur, 10 Sicherheit, 25 Wohlstand, 40 Ansehen und eine Bevölkerung von 800. Okay, beginnen wir doch mal. Okay, ich sehe schon, das Ganze hier, mein Ladebildschirm wird wieder nicht aufgezeichnet. Hat doch, jetzt so ein bisschen. Oha, ich hoffe, das funktioniert alles soweit. Jetzt seht ihr auf jeden Fall hier wieder alles vernünftig. Das Schöne an dieser Aufnahmemethode ist, dass ich hier im Vorschaubildschirm schon alles sehen kann, wie es nachher dann auch aussehen sollte. Ja, wir haben jetzt hier, pausieren wir gerade, nicht, dass wir Geld verlieren. Wir haben hier gerade unsere schöne Insel oder unser Baugebiet. Wir haben hier relativ viel Ackerland, also extrem viel, wenn wir mal ehrlich sind. Okay, aber das ist ja schon mal schön zu wissen. Wir brauchen auf jeden Fall Plebeier. Ich würde sagen, die könnten wir hier errichten. Machen wir aber nicht. Wir ziehen schon mal diese Straße ein Stück weiter. Und hier würde ich natürlich gerne mein Getreidekram und so unterbringen. Das heißt, ich würde gerne mal wissen, wie weit sind denn zwei von diesen Insulae? Oder zwei Insulae, so würde ich das gerne machen. Dann würde ich hier eine Straße ziehen wollen und die nach oben treiben. Dann werden wir hier erstmal so ein paar Insulae errichten. Wir können auch ruhig schon das Tempo laufen lassen. Das war schon mal blöd. Sehr, sehr teuer, wenn wir hier diese Fehler machen. Ich sollte immer erst das an dieser Straße richten, weil das, glaube ich, einfach ist. So, haben wir 8 Stück. Das sollte erstmal reichen. Wir können inzwischen auch scheinbar andere Farmen errichten. Das ist doch schon mal schön. So. Das wird natürlich jetzt die Attraktivität hier deutlich senken, wenn ich das mache, ne? Ja. Mache ich auch deshalb nicht. Das ist echt nicht so schön. Egal, wir bauen jetzt erstmal hier Getreidefelder. Komm. Machen wir es erstmal hier hinten hin. 1, 2, 3,
4. Oh, der war nicht ganz gut platziert. Naja, egal, komm. Passt schon. Und dann machen wir hier eine Getreidefarm hin. Eine und... Okay, jetzt zum ersten Straße. Ich hab's befürchtet. Ich hab sowas von befürchtet. Wahrscheinlich passt hier jetzt gleich keine Getreidefarm mehr hin, ne? Doch, immerhin. So, zack und zack. Dieses Feld ist halt absolut deplatziert da, aber naja. Was soll's. Jetzt bauen wir dann einmal ein Silo. Das passt hier nicht hin. Juhu. Dann machen wir es hier hin. Aber egal. Und dann wird hier natürlich ein Nahrungsmittelmarkt benötigt. Ich würde sagen, die Märkte können wir ruhig... Ja, wo werde ich später hin? Ja, da können wir nachher ja noch Sachen anbauen. Deshalb bauen wir erstmal den Nahrungsmittelmarkt hier hin. Das passt schon. Was wir natürlich auch bräuchten, wären hier vernünftig schon mal öffentliche Einrichtungen. Und zwar würde ich hier ganz gerne einmal... Könnten hier natürlich auch Platz lassen für die Märkte. Ich glaube, das wäre auch nicht schlecht. Dass wir sagen, wir machen hier... So. Auf jeden Fall noch einen zweiten Markt daneben würde ich gerne auf jeden Fall halten. Das kommt gleich. Wir haben auf jeden Fall jetzt auch deutlich mehr Sachen zur Verfügung. Okay, wir können noch einen weiter. So. Dadurch, dass hier das Tempo so langsam ist, sollte hier eigentlich alles in einem akzeptablen Tempo sich erstmal abspielen. Okay, also so wollen wir dann den Markt platzieren. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier hinter auch noch was platzieren? Ich würde sagen fast ja. Dann machen wir das jetzt einfach so, dass wir hier die Büros errichten, die wir für unsere Stadt benötigen. Wenn ich sie denn finden würde. Also dieses Menü ist für mich doch zu unübersichtlich. Wobei, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Es ist ja schon eigentlich alles an einem bestimmten Platz. Aber trotzdem muss ich da noch ein bisschen kämpfen, bis ich das vernünftig gefunden habe. So, wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal genug davon. Was ich auf jeden Fall mal eben sehen will, ist, wir haben hier auf jeden Fall Geschichten, wo wir was hinschicken können. Wünschen sich alle eher Luxusgeschichten. Die wünschen sich Getreide und Wolle. Latium, das ist schon mal gut. Oder Latium. Getreide und Wolle. Damit würde ich auf jeden Fall gerne den Handel eröffnen, denn unsere Stadt ist ja sehr, sehr fruchtbar. Aber erst müssen wir uns natürlich darum kümmern, dass hier erstmal die grundlegenden Geschichten alle stehen. Unter anderem auch ein Ziehbrunnen. Es brennt es hier schon. Leerstehend Bewohner unterwegs. Ich sollte mal auf normales Tempo gehen, nicht auf langsames Tempo. Da brennt's. Da rennt sogar ein brennender Bürger umher. Ich hoffe, das Ingenieursbüro bzw. das Präfektenbüro kümmert sich da jetzt mal drum. So. Du bist nicht mit Wasser versorgt. Warum nicht? Der Brunnen sollte eigentlich nah genug dran sein. Wir können natürlich hier mal nochmal eine Verbindungsstraße erstellen. Ich glaube, das wäre auch angebracht. So. Hier sollte jetzt auf jeden Fall mal genug Getreide erstmal angebaut werden. Ich würde aber sagen, wir reißen erstmal das ab. Das geht nicht mit meinem OCD hier. Zack. Und dann machen wir hinter einfach nochmal genau das Gleiche. Denn Getreide brauchen nicht nur wir, sondern wir können das auch wunderbar exportieren, wie gesagt. Eigentlich sollte denen das egal sein. Also eigentlich sollten die das auch von hier bewirtschaften können. Und dann sollten wir erstmal hier ziemlich viel Getreide bekommen. Dann können wir im nächsten Schritt uns darum dann kümmern. Aber erstmal möchte ich gucken, dass wir hier genug einlagern schon mal. Haben wir denn ein Tonvorkommen oder sowas? Nee, ne? Wir haben ja eigentlich überhaupt keine Vorkommen für Standardwaren. Das heißt, da müssen wir entweder handeln. Hier können wir natürlich... Also Holz haben wir auf jeden Fall. Aber kein Ton. Kein Ton. Okay. Aber man kann wahrscheinlich auch hier mit Standardwaren noch was anderes herstellen. Das würde ich auch ganz gerne mal einmal wissen. Welche Waren sind denn Standardwaren? Olivenöl, Glaswaren, Kleidung. Kleidung wäre auch was, was ich ganz gerne machen würde. Denn das können wir auch exportieren, zumindest die Wolle erstmal. Aber erstmal würde ich sagen, errichten wir uns noch mal ein paar Schreine hier.
Schrein des Jupiter, Schrein des Mars. Ceres brauchen wir auf jeden Fall auch und Bacchus auch. Zack. Ich glaube, Bacchus ist ja des Weins, beziehungsweise der Völlerei oder so. Oh, wir haben eine Epidemie, das ist schlecht. Wir brauchen also eine Klinik. Und Ceres ist ja, glaube ich, der Jagd. Ich weiß gar nicht, wer allgemein für die Felder zuständig ist. Wir haben keine Equites. Das heißt, diese Epidemie ist erstmal ziemlich unschön für uns. Was auch unschön ist, ist, dass wir hier gar nicht die schönen Domos platzieren können. Weil es mit der Straße ja gar nicht so geht, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, hier müssen wir das auf jeden Fall später nochmal anders positionieren. Egal, machen wir auf jeden Fall erstmal drei Domos. Oder Domus. Bevölkerung wächst, wir haben 500 Einwohner schon erreicht. Das ist doch schon mal klasse. So, ziehen wir hier das mal hin und reißen dann hier die Straße ab. So. Das gefällt mir schon deutlich besser. Die Gesundheit der Bevölkerung ist extrem schlecht. Das sollte sich hoffentlich gleich ändern mit der Klinik. Die Nahrung der Bevölkerung sollte hier wunderbar steigen können. Wie die einfach hier voll abkürzen, um einzuziehen. Nahrungsmittelbestände sind gering, das sollte aber, das halte ich für ein Gerücht. Weil so viel, wie wir hier gerade errichten, sollte das definitiv in Ordnung sein. Dann würde ich sagen, können wir auch schon mal aufs Imperium gehen und mit Latium einen Handel eröffnen. Zack. Stadt. Und bauen uns natürlich dann auch direkt mal einen Handelshafen. Wenn ich ihn dann finde. Hafen Latium. Wir hier errichten? Nein, natürlich nicht. Aha. Lässt sich hier nicht platzieren, vernünftig. So ging es. Ah, das ist auch okay. Ich glaube, so ein Hafen ist jetzt nicht das Allerhübscheste in der Nachbarschaft, ne? Egal. So. Befehle. Verkauf an Getreide, aber nur so. Hier sollte aber auf jeden Fall auch genug Nahrung zur Verfügung sein eigentlich. Und was wir auch machen könnten, es wäre natürlich, uns ein bisschen andere Nahrungsmittel hier zur Verfügung zu stellen. Nicht nur Getreide. Wobei Getreide halt eigentlich erstmal unser Hauptfaktor hier sein sollte. Das ist schön einfach. Und das sollte eigentlich ganz gut gehen. Ein bisschen was wird jetzt erstmal hier hingebracht werden, denke ich. Muss mir aufpassen, dass er trotzdem da ein bisschen was mitmacht. Können natürlich auf Dauer dann so das machen, dass wir hier nur Gemüse verkaufen und alles Getreide exportieren. Das halte ich für gar keine schlechte Idee. Aber das machen wir dann erst ein bisschen. Später erstmal würde ich ein paar Töpferwaren gerne herstellen, beziehungsweise ein bisschen Bekleidung hier oder was das ist. Dazu bräuchten wir eine Schaffarm. Kann zwei Schafweiden-Dingens. Und Schafweiden brauchen Land. Okay. Vielleicht sollten wir das mal hier hinten machen. Und ich gehe hier gerne schon auf Expansionskurs. Deshalb machen wir schon gleich vier. Und Schaffarmen kommen dazu. So und so. Und jetzt passt da kein Weg zwischen, ne? Ich habe es befürchtet. Ich schätze mal diese Strecke für die Wege noch zu klein ein. Ah, ich finde ja, dass das schön rechteckig sein muss. So. Und das heißt, die können jetzt ihre Schafe auf die Weide treiben. Wunderbar. Dann haben wir eine Schaffarm. Das heißt, wir bekommen auch Wolle. Wolle müsste natürlich dann noch weiter verarbeitet werden zur Kleidung. Kleidung. Bekleidungsfabrika. Schade. Das wäre zu schön gewesen. So, und dann bauen wir hier ein Lagerhaus hin. Das sollte aber hier noch passen, oder? Natürlich auch nicht. Gut. So, du sollst bitte nur Wolle und Kleidung annehmen.
Und dann können wir uns auch hier ein Standardwarenmarkt. Rom verlangt Nahrungsmittel. Okay. Wir sollen 10 Getreide bringen. Ja, das können wir direkt machen, ausliefern. So viel Getreide, wie wir hier gerade produzieren, geht das wunderbar. Damit sollte unser Ansehen doch auch... Unsere Stadt braucht mehr Nahrung. Wachsen. Wir haben nicht genügend Arbeit. Es sind Handelsrouten für... Der kulturelle Standard in unserer Stadt muss verbessert werden. Ganz gut. Wohlstand brauchen wir auf jeden Fall noch. Kultur. Sicherheit ist auch akzeptabel schon. Das ist doch schon mal ganz gut. So, um nochmal ein bisschen hier uns zu verbessern, würde ich sagen, bauen wir doch schon mal ein Pumpenhaus und ein Reservoir. So. Mach das mal hier an den Felsen. Zack. Zack. Was ich dann auch gerne hätte, wäre ein Badehaus. So. Ich hoffe, die benötigen überhaupt ein Badehaus. Entwickelt sich mit Brunnenwasser, das können wir euch auch liefern, keine Frage. Brunnen. So. Standardwaren sollten wir hier bekommen, die Kleidung, wie gesagt. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Noch haben wir kein Rohmaterial, keine Wolle, aber das sollte sich über kurz oder lang ändern. So, und wie sieht das aus hier? Mit dem Getreide, das sieht ganz gut aus. Wir können hier auch gleich was exportieren hier. Getreide. Kommt auch schon das Schiff angefahren, das hier Getreide mitnimmt. Haben wir schon wieder ein bisschen Geld bekommen. Und ich würde fast sagen, 1, 2. Hier passt das gar nicht so gut, weil da dieser blöde Felsen im Weg ist. Kann man den abreißen? Nee. Vielleicht kann man später einen Steinbruch errichten. Zack, zack. So, dann habt ihr hier auch alle was zu tun. Und zwar ziemlich viel. Was wir dann auch nochmal machen, ist uns jetzt wirklich auch um andere Nahrungsquelle zu kümmern. Das machen wir mal hier. Gemüsefelder. 1, 2, 3, 4. Gemüsefarm. Gemüsefarm. Und dann schauen wir nochmal nach dem Silo. So, ein Silo. Hier dürfen wir bitte nur Gemüse annehmen. Und hier nehmen wir bitte nur Getreide an. So, und wenn wir das gleich soweit haben, können wir auf jeden Fall hier auch mal das Getreide hochstellen. Wenn wir wollen wieder mehr Getreide verkaufen, hier werden wir dann umstellen auf Gemüse auf Dauer. Das sollte gut gehen. Und dieser Markt bekommt immer so wenig Waren. Das ist ärgerlich. Vielleicht müssen wir das Lagerhaus hier noch ein bisschen weiter in die Nähe bringen. Vielleicht brauchen die einfach zu lang mit dem Nahrungsmittelmarkt hier. Hier wird auf jeden Fall jetzt wieder was schön expandiert. 4.800 auf 4.990. Ist jetzt nicht so viel, müssen wir mal ehrlich festhalten. Standardwaren sollten aber auch jetzt eigentlich schon ein paar vorhanden sein, oder? Kein Rohmaterial. Hä? Ihr erzeugt doch Wolle. Warum? Braucht Wolle so lang? Das irritiert mich hier. Ja, vielleicht braucht Wolle wirklich noch einen Moment, bis es das erste Mal startet. Ich hoffe, dass es daran liegt. Bin mir natürlich nicht sicher. Was wir auch eben brauchen, wäre hier ein... wo ist es denn? Eine Steuereintreibegedingste.
So heißt das übrigens offiziell, ein Steuerbüro. Zack. Nee. So. Wir brauchen noch ein paar mehr Domus, glaube ich. Nämlich hier zu wenig Angestellte. Ja, die bekommen halt keine Standardwaren. Das ist ein bisschen schade, dass es mit der Kleidung hier noch nicht so läuft. Ja, hier passiert aber auch absolut nichts. Machen wir das jetzt mal nur bei einem, nicht, dass wir bei beiden so lange brauchen. Vielleicht funktioniert es jetzt gleich. Werden wir dann sehen. Also hier scheint es auf jeden Fall Getreide demnächst zu geben. Gemüse. Es wächst da auch. Gegen einen Umzug habe ich ja nichts, aber dass ich dafür frei nehmen muss, stört mich schon. Zack, zieh um, meinetwegen. Da sollten wir immer mehr Equities bekommen. So, und wir schauen nochmal hier auf unseren Berater. Für das Prestige unserer Stadt müssen wir mehr Ansehen in Rom erlangen. Ja, und wir brauchen auch mehr Wohlstand und wir brauchen mehr Kultur. Da kümmern wir uns dann auch gleich definitiv noch drum. Was mich aber wirklich ein bisschen irritiert ist hier, dass wir keine Standardwaren bekommen. Die Farm ist aktiv produziert Wolle. Schaffarm und Weide. Das funktioniert nicht so ganz, ne? Können wir denn noch was anderes machen? Wir könnten auch auf Oliven gehen, ne? Das wären auch Standardwaren, Olivenöl. Olivenhaine sind auch ganz schön viel kleiner. Das war ja schon wieder blöd platziert. Naja, komm, was soll's. Machen wir das so. Wir sollten jetzt Oliven herstellen und dann können wir hier noch in der Verarbeitung Olivenöl produzieren. Zu wenig Arbeiter auch. Vielleicht brauchen wir aber noch mehr Arbeiter. Zack. Oder benötigt Zugang zur Straße. Soll es bekommen. Wohner sind noch neu in der Stadt, sind unzufrieden. Haus möchte mehr Vielfalt. Sollte es aber doch eigentlich auch hier geben. Hier gibt es doch Gemüse. Ah, das wird jetzt abgeholt. Das war jetzt erst die erste Gemüseernte, so wie es aussieht. Hier gibt es jetzt auch endlich Schafe, also Wolle. Scheint einfach einen Moment zu dauern. Ein paar Monate oder so. Jetzt können sie daraus erst Kleidung bauen. Oder bauen ist natürlich auch falsch. Olivenöl sollten wir auch bekommen, nachdem hier die Olivenhaine fertig sind. Zack, Gemüse läuft hier bald an. Wir könnten hier auch nochmal ein Lagerhaus in der Nähe von dem Dings machen. Aber eigentlich bringt das ja nichts, oder? Und hier wird das wunderbar eingesammelt, aber es dauert halt ziemlich, bis die Sachen hier beim Nahrungsmittelmarkt sind. Jedenfalls jetzt hier Gemüse da. Das sollte eigentlich ganz gut laufen und dann Standardwaren sollten auch jetzt bald kommen. Machen immer noch keinen richtigen Gewinn. Das, was mir noch ein bisschen sauer aufstößt hier. Wir müssen uns mehr um den Wohlstand unserer Stadt kümmern. Genau. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt hier erstmal die Folge beenden. Und dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.